Gestrandet in Sibirien, könnte man sagen. Willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Und, ja, vor kurzem einen Funkspruch erhalten, dass wir da oben lang gehen müssen, wo die große Lichtsäule in den Himmel ragt. Das werden wir jetzt auch tun. Da gehen wir mal hin. Und, werde natürlich noch ein bisschen die Ressourcen hier nebenbei mitnehmen. Denn die können wir ja auch gebrauchen. Ja, ansonsten wissen wir jetzt, dass Trinity hinter dem ganzen Übel steckt. Und die auch mittlerweile hier sind. Denn die haben uns ja ein Buch gestohlen in unserem eigenen Anwesen. Sind sie einfach eingebrochen. Und ich muss da noch irgendwie hochklettern. Wahrscheinlich hier. So. Und haben uns das Buch gestohlen und wissen jetzt auch, dass sie nach Sibirien mussten. Jonah ist hoffentlich mittlerweile zurückgekehrt. Schnee verlangsamt die Bewegung. Was war das jetzt? Erkundungsteam hier, Overwatch. Bitte kommen. Erkundungsteam, bitte kommen. Wir hatten Störungen bei der letzten Übertragung. Haben Kontakt zum Erkundungsteam auf dem südlichen Grat verloren. Letzte Kontakt. Ach, hallo Bär. Aua, er hat mich auch noch getroffen, hey. WTF? Find's ja mal toll, wenn man dann so richtig schön sieht, wenn man noch ermordet wird. Hau ab, hau ab, hau ab. Stirb endlich, stirb, stirb doch. Du blödes Vieh. Ausweichen. F. Aua. Ah, dass der das überlebt hat, hey. Der hat die Axt voll in den Kopf bekommen. Mann, Mann, Mann. Lara, du hast wohl mal wieder die Tür nicht gefunden. Aber so geht's doch viel schneller, Dad. Komm her, du kleines Äffchen. Gehst du jetzt wieder auf ein Abenteuer, Dad? Ja, mein größtes bisher. Also ich finde, ich wäre die perfekte Assistentin. Oh, wirklich? Und es gibt niemanden, den ich lieber dabei hätte. Aber diese Sache ist zu gefährlich. Lara, hör mir zu. Eines Tages wirst du in dieser Welt große Spuren hinterlassen. Du wirst mich so stolz machen. Einen Moment, Schätzchen, ich muss da rangehen. Ein Rückblick. Ich muss sagen, dass Lara als Protagonistin, ich habe doch diese besondere Kleidung hier an. Ich muss sagen, dass Lara als Protagonistin mir unfassbar sympathisch ist. Also ich finde, das ist eine der besten Ideen gewesen, sie auch so in ihrer jugendlichen Zeit quasi neu aufleben zu lassen. Auch wenn mir Nora Tschirner sehr gut als Sprecherin gefallen hat im ersten Teil des Reboots. Hier ist es ja nicht mehr Nora Tschirner, die ist ja da irgendwie zurückgetreten, wollte nicht mehr. Ah, guck mal. Also es ist doch sowas wie Papier. Es sind Bandagen. Stoffe. Stoff ist es. Ich muss an den Bären vorbei. Finden Sie einen Weg, den Bären zu besiegen? Ja, super. Bosskampf mit einem Bären. Davon habe ich schon immer mal geträumt. Eigentlich müsste er doch schon eine ganze Menge abbekommen haben. Diese Pilze sind Fliegenpilze. Ich könnte ein Gift daraus herstellen.
Das ist natürlich eine Idee. Und dann mit einem Bogen. Gab es im ersten Teil Gifte? Ich glaube nicht. Lass mal hier oben gucken, ob wir hier vielleicht irgendwie noch Pilze finden. Was ist das? Eine milde Gabe. Suchen Sie in kleinen orangenen Behältern nach Belohnungen. Okay, das tun wir. Ab sofort. Ich meine, ich hätte da sowieso nachgesucht, aber... Es leuchtet da schließlich, wenn ich Q drücke. Hier haben wir doch auch was. Bergungsgut. Ich muss noch Pilze sammeln. Da sind Sträucher. Das ist also nochmal ein bisschen Blatt. Und da unten nochmal Fliegenpilze. Ein interessanter Ort. Pilze! Damit sollte ich doch etwas anfangen können. Ich sollte ins Camp und es versuchen. Erstmal will ich mir den interessanten Ort hier aber auch angucken. Ach, noch mehr Pilze. Hier kann ich doch bestimmt lang, oder? So. Was ist das? Was ist das? Magnesiterz. Da stellt man spezielle Schrotflintenmunition her. Boah, ist das cool. Noch mehr Magnesiterz. Ist ja fast wie in Minecraft hier. Mit der Spitzhacke Erz abbauen. In einer dunklen Höhle. Oh, wir haben hier nochmal eine Schriftrolle gefunden. Russisch. Ich habe aus dem Blutbad im Grab des Propheten gelernt, was ich konnte. Meine Brüder wurden alle irgendwann in den letzten Tagen getötet. Die Anhänger des falschen Propheten starben hier zu Hunderten, waren aber schließlich siegreich. Ich habe das Grab so gut es ging versiegelt und den Männern im nahen Dorf gesagt, dass der Prophet endlich tot sei. Ich drohte ihnen etwas und sagte, dass dieser Ort geheim bleiben müsse. Ich weiß nicht, ob der Prophet überlebt hat, aber ich folge ihren Spuren. Niemand entkommt dem Trinity-Orden. Okay. Trinity-Orden. Der Trinity-Orden setzt einen Fährtensuch auf den Propheten an. Ja, und die sind immer noch hinter ihm her. Nach allem, was wir wissen. Nach ihm oder nach irgendeinem Artefakt auf jeden Fall. So, ich glaube, mehr gibt es in dieser Höhle nicht zu finden. Da kann ich nicht weiter lang. Ist zugewachsen, also müssen wir zurück. Uns hier wieder durchzwängen, dann gehen wir mal ins Basecamp, stellen die Giftmunition her, die Giftpfeile her und dann können wir uns auch dem Bären annehmen. Basecamp war da hinten, ne? Wir sind eigentlich wieder da, wo wir ursprünglich aufgehört haben, glaube ich. Dann sammeln wir nochmal die Stöcker hier ein, ein bisschen Holz nehmen wir doch noch mit. Und dann gucken wir mal. Da unten ist, leuchtet etwas. Was haben wir hier? Bestimmt ein Minzversteck oder sowas? Ein Überlebensversteck. Vergrabene Überlebensverstecke enthalten eine Auswahl an Ressourcen. Okay. Was habe ich jetzt bekommen? Das habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Verdammt. Aber das wissen wir schon mal. So, auf zum Versteck. So versteckt ist es gar nicht, aber... So. Nutzen Sie das Inventarmenü, um Giftpfeile herzustellen. Machen wir Munition. Wird es wahrscheinlich sein. Und hier haben wir Giftpfeile. Zwei Stück haben wir. Okay, die müssen reichen. Weiter an Ausrüstung kann ich nichts herstellen. Ich könnte noch ein paar Pfeile herstellen. Brauchen wir die gerade? Ich glaube erstmal nicht. Wir haben 14 noch in der Tasche. Kann ich irgendwas verbessern? Ich glaube nicht. Doch, Waffen-Upgrades verfügbar für die Kletteraxt tatsächlich. Ein umwickelter Griff. Brauchen wir Stoffe und Tierhäute. Verbessert den Griff beim Führen mit einer Hand, wodurch beidhändig ausgeführte Nahkampf... meine Güte. Wodurch beidhändig ausgeführte Nahkampf-Angriffskombos möglich sind, die sogar gepanzerte Feinde niederschlagen. Das ist aber auch ein komplizierter Satz. Beidhändig ausgeführte Nahkampf-Angriffskombos. Machen wir.
umwickelter Griff. Ich meine, wir treten ja jetzt einem schwer gepanzerten Feind entgegen, ne? Dem Bären. So kalt, so müde. Ja. Hast du dir verdient, Lara. Ruh dich aus. Du hörst mir zu. Diese Entdeckung ist zu bedeutend. Ich schere mich keinen Deut um meinen verdammten Ruf. Wie kannst du es wagen, mir zu drohen? Nach allem, was ich für dich getan. Hallo? Hallo? Dad, was ist passiert? Diese Narren! Du machst mir Angst. Ich bin nah dran, Lara. Nah dran an etwas sehr Wichtigem. Eines Tages wirst du es verstehen. Ich will das gar nicht verstehen. Ich will nur, dass du aufhörst. Sei wieder mein Dad. Sophia, lauf weiter! Na los, wir haben sie! Wer ist das denn eigentlich? Schnappt sie euch! Wer hat mich aufgeweckt? Bam! In your face. Oh, er hat einen Fall dabei gehabt. Wir schwärmen aus, um die Spur aufzunehmen. Roger, aber sie scheinen sich zurückgezogen zu haben. Das Primärziel ist, das Vermisste erkunden. Lautloser Kill. So, dann kann ich ja meine Pfeile wieder mitnehmen. Schleichen oder kämpfen sich an den Trinity-Soldaten vorbei. Okay. Machen wir das. Wo ist der? Happen. Giftwolkenpfeile. Drücken Sie die mittlere Maustaste für Giftwolkenpfeile. Gut zu wissen. Was ist denn mit dem? Credits erhält man durch Erkundungen. Verwenden Sie Credits auf dem Marktplatz, um Kartenpacks zu kaufen. Okay. Kartenpacks? Das müssen wir auch uns nochmal angucken. Uah, zieh dich nochmal hoch. Wir springen mal hier hoch. So. Kann ich den da wenigstens irgendwie runtermachen? Runterholen? Irgendwie tut mir da leid. Den haben wir auch. Alle Teams Augen offen halten. Die Einheimischen haben im Wald Fallen gelegt. Nimm dich ans Funkgerät, versuch die Anlage reinzukriegen. Beim letzten Signal wurden sie angegriffen, dann kam nichts mehr. Das war kurz nachdem uns die Einheimischen bei den Ruinen erwischt haben. Giftwolkenpfeil.
Der war ja witzig. Habe ich gerade beide erwischt? Ja, ne? Ja. Ich bin übrigens ein ziemlich böser Mensch. Also ich schleiche mich jetzt hier nicht durch. Ich versuche die alle lautlos umzubringen. Ich glaube, die sind nämlich ziemlich böse. Der Weg des verbrannten Pfades oder so. Was sind wir denn hier? Uns bereit. Ich war auf dem ersten Flug nach Sibirien, um die alte Sowjetanlage zu schützen. Jetzt kommen jede Minute mehr an. Konstantin hat für die Neuen eine Rede gehalten. Ich habe mir das angesehen. Ich höre ihm gern zu. Wird nie langweilig. Der Glaube war nie was für mich. Das waren immer nur Worte. Das hier ist mehr. Es ist die Wahrheit. Ich war kaputt. Aber Trinity macht uns wieder ganz. Gibt uns ein Ziel. Eine neue Welt wartet. Selbst die, die nicht glauben, werden eine Rolle spielen. Hm, das klingt ein bisschen sehr fanatisch. Ich habe noch einen Laptop, mit dem kann ich nichts anfangen. Muss man gerade gucken, was haben wir denn hier? Ach so. Linke Maustaste zum Werfen. C zum Ablegen. Erwischt. Achtung, das Uplink ist noch defekt. Es gibt Störungen bei allen Übertragungen. Was ist denn hier? Ach, das ist auch noch ein... den Menschlein, den ich umgeknüppelt habe. Was haben wir hier? Vorräte. Und das ist ein... mongolische Schrift. Mongolisch. Recht entziffern. Ich kann noch kein Mongolisch. Dummerweise. Hier haben wir nochmal ein Versteck. Das gab uns zwei Tierhäute. Diesmal habe ich das mitbekommen, was es uns gab. Mongolisch kann ich leider noch nicht. Wie kriege ich denn jetzt am besten mich in Mongolisch fit? Wie kriege ich mich in Mongolisch fit? Hier gab es bestimmt noch irgendwas zu finden. Hm. Gehe ich hier nochmal hoch. Eigentlich war mein ursprünglicher Plan ja, den Bären auszunocken, ne? Naja gut, ich würde sagen, an der Stelle machen wir mal eine Pause. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst mir noch einen Daumen da. Würde mir sehr weiterhelfen. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch was. Euer Rio. Ciao.